Dann willkommen zur Vorlesung Gabenlogik. Ich möchte anfangen mit einem Lifehack, den ich von Matthias gelernt habe. Und der praktisch ist, wenn man die Zählung vergessen hat. Matthias hat uns daran erinnert, dass es ja auch Ordinalzahlen gibt statt natürlicher Zahlen. Das heißt, ich hätte jetzt, weil ich nicht mehr genau wusste, ob es die 7., 8. oder 25. Vorlesung war, hätte ich auf Nummer sicher gehen können und hätte euch zur Omegarten-Vorlesung willkommen heißen können. Nächstes Mal dann Omega plus 1, Omega plus 2. Was passiert, wenn ich dann wieder die Zählung vergesse? Naja, dann gehe ich zu Omega mal 2. Wenn ich wieder die Zählung, dann kann ich wieder weitermachen, Omega mal 2, Omega mal 2 plus 1, Omega mal 2 plus 2 und so weiter. Sollte ich wieder die Zählung vergessen, mache ich Omega mal 3. Wenn ich auch nicht mehr genau weiß, wie viel Omega mal ich hatte, dann gehe ich halt zu Omega Quadrat. Wenn ich dann wieder vergesse, ne, wo ich war, gehe ich zu Omega auch 3. Wenn ich wieder vergesse, wie oft ich das vergessen habe, gehe ich zu Epsilon 0. Und so hat man eine konsistente Möglichkeit, ohne dass man sich an die Zahlen erinnern muss. Was soll heute passieren? Zum einen, ich möchte mal zwei, drei Worte zu diesem C/U verlieren, weil das gestern schon vorkam und ich das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt habe. Ich will das nur kurz sagen, damit das sitzt. Das ist nichts Schwieriges. Dann fahren wir fort damit, die Semantik zu erweitern, diese Kripke-Gödel-Semantik, um auch HOMs intern haben zu können. Dann werden wir ein Stück zurücktreten und uns mal anschauen, was wir jetzt überhaupt geleistet haben, denn ich habe euch da schon was eingeschummelt, was ziemlich groß ist eigentlich in der Topos-Theorie. Und dann schauen wir mal ein bisschen, wie die Stimmung ist. Entweder machen wir Unter-Topoi oder ich zeige euch noch ein paar Beispiele für Topoi und was man mit ihnen machen kann. Das schauen wir uns gleich an. Also nur ganz kurz Nano-Exkurs zu C/U, damit das sitzt. Und danach geht es dann gleich weiter mit den Aufzählungszeichen wie vom letzten Mal. Ja? Wo wir angefangen haben, die Semantik zu erweitern. Seit C ein Situs, sei U ein Objekt von C. So, dann gibt es C/U eben. Und der hat auch einen Namen, das ist der offene Untersitus zu U. So, die Objekte davon sind, wie man das von der Kategorientheorie eventuell schon kennt, Morphismen V nach U von C. Also ein einzelnes Objekt in C/U ist ein Morphismus in C. Da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen von den verschiedenen Ebenen. Und die Morphismen sind wie folgt. Die Morphismen in C/U von so einem V nach U, genannt P, und einem V' nach U, genannt P'. Das sind all diejenigen Morphismen von V nach V' in C, sodass das offensichtliche Diagramm kommutiert. Das heißt, sodass, wenn ich erst F gehe und dann P', dass dasselbe rauskommt wie P. Und ich erinnere hier nochmal dran, wie wunderschön diese Pränotation ist, die dazu führt, dass ich nicht Platz lassen muss, wenn ich sowas an die Tafel schreibe. Okay, und Bedeckungen gibt's. So, und zwar die Bedeckungen, die Überdeckungen von irgendeinem bestimmten Objekt V nach U von C/U. Das sind halt all diejenigen Mengen von Morphismen, M, Menge von Morphismen in C/U mit Ziel V'U, genau dieses P eben, sodass, wenn wir jetzt diese Annotationen mit dem Pfeil nach U hinein alle vergessen, dass dann M eine Überdeckung ist im herkömmlichen Sinne von U. Also das schreiben wir dann irgendwie so, sodass die Menge aller W nach V G, sodass ja, ich glaube, mit nur ein bisschen Abuse of Notation darf ich das so schreiben. Das sind Morphismen in C, sodass das da eine Überdeckung ist von V. Und zwar, das waren die Überdeckungen von dem Situs C
und das hier von C slash U. Lasst uns ganz schnell ein Beispiel dazu machen. Nämlich den Fall, dass C nicht irgendein Situs ist, sondern der Situs der offenen Teile von einer Örtlichkeit. Das ist ja sowieso der Fall, auf den wir uns immer berufen, wenn wir gerade ein bisschen wackelig sind mit der Kategorientheorie. Und dann vereinfacht sich dieses C slash U auch nochmal. Okay, was waren die Objekte von C in diesem Fall? Das waren die offenen. Offene schreibe ich offen als mit einem kleinen Buchstaben, deswegen mache ich das vielleicht jetzt auch, ja. So, und dann können wir uns eben diesen neuen Situs C slash U anschauen. Und wir werden sehen, dass der äquivalent ist und so wie wir alles gemacht haben, sogar isomorph. Das möchte ich nur gar nicht betonen, weil Isomorphie von Kategorien keine interessante Eigenschaft ist. Und also weil man sie gar nicht formulieren sollte eigentlich, wie auch immer. Das ist isomorph zum Rahmen der offenen von der offenen Unterörtlichkeit zu klein u, die eben zu dem x gehört. Und zur Erinnerung, das da wiederum, das, wenn wir das jetzt nur mal kurz als Rahmen sehen oder so, ich schreibe das dahin, das war durch nichts Schweres gegeben. Kann durch folgenden Rahmen gegeben sein. Also ich gebe jetzt einen Rahmen an, also eine gewisse Menge. Und stellt sich raus, das ist einfach eine Teilmenge vom alten Rahmen. Nämlich ich kann folgendes schreiben. Also all die Vs, die kleiner gleich wie U sind. Das erwartet man auch, wenn man Topologie ein bisschen kennt, ja. Dann weiß man, dass die offenen Teilmengen von einem offenen Unterraum halt genau die offenen Teilmengen des gesamten Raums waren, die zufälligweise in U liegen. Dieses kann gegeben werden durch, soll ein bisschen andeuten, dass das nicht unsere Definition war, wie die Unterörtlichkeit, wie der Rahmen zu dieser offenen Unterörtlichkeit aussieht. Aber wir hatten festgehalten, dass der als Rahmen isomorph ist zu dem Rahmen, der jetzt hier steht. Eigentlich müsste dieses J vorkommen und im J kommt die Hating-Implikation vor und so, aber wenn man das alles vereinfacht, hat man das. So, was ist jedenfalls die Beziehung? Naja, wenn wir jetzt also so einen V haben, das sind ja die Objekte von der rechten Kategorie, dann können wir daraus ein Objekt von C slash U machen, nämlich dieses hier. V ist ja kleiner gleich U, also gibt es genau einen Morphismus von V nach U und den schreibe ich hier hin. Umgekehrt, wenn wir irgendeinen Morphismus haben, dann wissen wir, dass das vordere Offene kleiner gleich wie dem hinteren Offenen ist, weil so waren die Morphismen definiert. Das heißt, wenn wir jetzt V hinschreiben, dann ist es wohl definiert, was wir gemacht haben. Ja, und dann kann man halt alles Nötige nachrechnen und so kommt das dann raus. So, warum heißt das Teil offener Untersitos? Zum einen hat man das ja hier vielleicht schon so ein bisschen gesehen, warum die Notation offen unter Situs berechtigt ist. Das kann man aber noch ein bisschen hochpowern mit einem Begriff, den wir später einführen, eventuell heute, nämlich dann wie folgt. Also wenn C slash U ein Situs ist, dann können wir auch den Gamma-Topos drauf betrachten, ja? Und der wird zu einem Untertopos, und zwar zu einem offenen Untertopos. Wird vermöge des geometrischen Morphismus
Da schreibe ich gleich noch hin, wie der aussieht. Zu einem offenen Untertopos. Vom alten Topos. Das soll sozusagen die Inklusion sein. Ja? Wie sieht dieser Geometrismorphismus aus? Zur Erinnerung, denn Geometrismorphismus war ein Funktor in die andere Richtung. Und wie sieht er aus? Der nimmt also eine Garbe F auf C und muss jetzt irgendwie eine Garbe auf C/U produzieren. Letztes Mal habe ich das nur ganz, ganz kurz erwähnt und einfach gesagt, na ja, das ist die Einschränkung auf U. Aber jetzt sind wir in der Position, dass wir das auch wirklich ganz präzise definieren können. Das ist ja eine gewisse Garbe. Also schreibe ich jetzt mal hin, wohin sie Objekte des Situs abbildet. Wenn wir ein Objekt des Situs haben, dann ist das doch eben so ein Morphismus P von irgendeinem V nach U hinein. Und wir bilden das einfach ab auf F von V. Dann kann man nachrechnen, dass die Gabenbedingung, die ja kontrolliert, dass dieses neue Objekt wirklich ein Objekt hiervon ist, dass die wirklich wieder erfüllt ist. Trivialerweise, weil an der Bedeckung hat sich ja nicht wirklich was geändert. Die wurde auch nur entsprechend eingeschränkt. Und F hat vorher schon die Gabenbedingungen erfüllt. Okay, also das nur der Nano-Exkurs zum offenen Untersitus C/U. Dazu gerade Fragen? Gut, dann machen wir jetzt weiter, einfach bei der Aufzählung vom letzten Mal. Zur Erinnerung, wir hatten zunächst die Sprache erweitert, die interne Sprache, sodass wir jetzt Potenzsorten zur Verfügung hatten und außerdem HOM-Sorten. Und dann haben wir definiert, wie die Potenzsorten zu interpretieren seien, aber wir haben noch nicht definiert, wie die HOM-Sorten zu interpretieren sind. Und das machen wir jetzt. Ja. Also, ich mache einfach weiter mit den Aufzählungen vom letzten Mal. Also, als Sorte ist ja jetzt auch erlaubt HOM XY, wobei XY-Sorten sind. Und wir müssen jetzt sagen, wodurch das eben interpretiert werden soll. Und wir interpretieren das durch folgende Sache. Das ist so ein Schreibschrift-HOM. In LaTeX macht man immer das erste große H als MathCal und schreibt dann einfach mit MathRMOM weiter. Ich weiß nicht, wie optimal das ist, aber so macht man es. Das ist das Schreibschrift-HOM, das sogenannte Garben-HOM von den beiden Garben. Zur Erinnerung, die Interpretation von der Sorte ist immer eine Garbe, ja, ein Objekt der Kategorie des Topos. Wir betrachten ja nur Gabentopoi. Und jetzt muss ich halt erklären, was das für eine Gabe ist. Ja? Die sogenannte HOM-Garbe. Also, wenn ich erklären möchte, welche Gabe das ist, muss ich halt sagen, was die Schnitte von dieser Gabe sind auf jedem Objekt des Situs, auf jedem U. Okay, und das ist nichts Kompliziertes, nichts Schlimmes, das sind einfach die Morphismen von dieser eingeschränkten Gabe zu dieser eingeschränkten Gabe. Das spielt sich jetzt ab im Topos der Gaben über dem offenen Untersitus. Also ein Element von dieser Menge hier
ist ein Morphismus von diesen Gaben, welche auf U eingeschränkt wurden. So. Ich müsste hier eigentlich noch die Restriktionsabbildungen angeben. Die ergeben sich aber aus dem Kontext. Wenn wir ein Element hiervon haben und wir wollen ein Element davon bekommen, nur mit V überall statt U geschrieben, wobei wir den Morphismus von V noch U gegeben haben, na gut, dann nehmen wir halt diesen Morphismus von Gaben und schmeißen einen Teil seiner ihn ausmachenden Daten weg, sodass nur ein Morphismus übrig bleibt von den nach V weiter eingeschränkten Gaben. Okay, dann müssen wir diese Evaluierung definieren, wie wir uns die vorstellen wollen, wie die interpretiert werden soll. Und das geht wie folgt. Also wenn f ein Term der Sorte hom xy und ist x ein Term der Sorte x, so müssen wir jetzt definieren, was, wie wir uns ev f, x, wie das ausgewertet sein soll, ja? So definieren wir, das da, das war ja jetzt ein Term der Sorte y, sollte also irgendein Element von y werden. Ist jetzt nur noch Frage, welches? So, das wird ein Element von der Interpretation von y auf u. Was ist u? Das ist die momentane Stage, auf der wir uns befinden. Das, was links von dem Backslash Models immer steht. Ja? Wenn ich ganz präzise bin, musste ich hier auch noch so ein u dazu schreiben oder so, aber werde ich nicht machen. Okay, und wie geht das jetzt? Das geht sehr tautologisch, sehr einfach. Wir interpretieren zunächst f. Wenn wir das gemacht haben, dann ist das ja ein Element von der Hom-Gabe. Das heißt, das wird ein Element sein von dem, was da oben steht. So. Das ist also ein Morphismus von Gaben, der ist gegeben durch ganz viele mengentheoretische Abbildungen, je eine für jedes Objekt von diesem Situs, der da jetzt noch dran steht. Und ich wähle von diesen vielen Mengen eine bestimmte aus, nämlich die, die zu diesem Objekt von dem Untersitus gehört. Das ist die Identitätsabbildung, die Identitätsmorphismus, der da dran stehen soll. Okay, das ist jetzt eine mengentheoretische Abbildung von den Schnitten von x über u in die Schnitte von y über u, also genau in die Menge, die wir es brauchen. Und in diese mengentheoretische Abbildung, da setzen wir die Interpretation von x ein. Das ist ja dann auch wirklich ein Element der u-Schnitte von der Interpretation der Sorte x. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen angeben, wie Lambda-Terme interpretiert werden sollen. Also was ist, wenn wir Folgendes haben? Wobei das jetzt ein Term der Sorte y ist. So, dann ist ja der gesamte Ausdruck, der jetzt hier steht, ein Term der Sorte hom xy. Soll daher interpretiert werden zu einem Element der Interpretation von dieser Sorte, also zu einem Element hiervon, und zwar auf welcher Stage? Auf der Stage U, auf der wir uns implizit befinden. So. Also das soll ein Element sein von
POM XY U. Das heißt, das soll ein gewisser Gabenmorphismus werden. Und den müssen wir halt jetzt irgendwie angeben. So ein Gabenmorphismus ist, wie gesagt, gegeben durch tausende von Einzelabbildungen. Und wir müssen jetzt sagen, wie der Morphismus aussieht auf jedem Objekt von C/U, also auf einem Objekt dieser Form. Und da muss es jetzt eine mengentheoretische Abbildung sein. Das heißt, die nimmt ein X aus dieser Menge. Und das muss jetzt irgendwie abgebildet werden zu irgendeinem Element aus der Interpretation von Y von V. Und da fällt mir halt Folgendes ein. Wir nehmen den Term S. In dem Term S kommt ja noch eine freie Variable vor, nämlich das X. Und diese freie Variable ersetzen wir durch die Konstante X0. Das ist jetzt insgesamt ein Term von Y, in dem keine freie Variable mehr vorkommt. Und den interpretieren wir jetzt. Dann wird das Ergebnis ein Element sein von dieser Menge von Schnitten. Okay, und so sind wir durch. Ja? Dann. Ja, einfach zum ersten. Du hast irgendwas von Einschränkungsabbildungen. Genau, gesagt. Die impliziten. Mir ist ganz nicht klar, weil, wie ich das mache. Also, ich meine, weil ist der HOM-Punkt doch nicht Kovariant in dem einen und Kontra in dem ersten? Ja, gut, also gut bemerkt, aber das brauchen wir nicht, weil wir nicht das Argument selbst ändern. Aber dann lasst uns doch einfach die Einschränkungsabbildung noch explizit dazu schreiben, schadet auch nicht. Dann haben wir es explizit dran stehen. Also, die Restriktionsabbildung von dieser Garbe, ja, bezüglich der Restriktion von U nach V längs irgendeinem P, sieht wie folgt aus. Also diese Restriktionsabbildung nimmt als Argument irgendein Alpha. Das Alpha ist so ein Element von dieser Menge, also so ein Gabenmorphismus, ja. Gabenmorphismus von der Gabe in die Gabe. Nö, auf U. Und jetzt sollen wir daraus den Gabenmorphismus machen auf V. Ich dachte, U ist das kleinere. Nee, U ist das größere. Genau, habe ich dann falsch gemacht. Lass mich kurz. Ja, genau, habe ich falsch gemacht. Ja, der Pfeil geht einfach nach oben, gell? Ja. Ja, genau. Also U soll immer mein Buchstabe für das größere sein, V mein Buchstabe für das kleinere. Und außerdem will ich aber immer oben das größere hinschreiben, deswegen muss ich jetzt Morphismus nach oben machen. Ist okay. So, da kommt jetzt also ein gewisser Gabenmorphismus raus. Von x eingeschränkt auf v nach y eingeschränkt auf v. So ein Gabenmorphismus besteht aus der Angabe von ganz vielen mengentheoretischen Abbildungen. Ein Gabenmorphismus ist nichts anderes als eine natürliche Transformation der zugrunde liegenden Funktoren. Was sind denn die Objekte von dem neuen Situs, den wir brauchen? Das geht dann um den Situs c slash v. Und ein Objekt darin sieht so aus, w nach v, gegeben durch irgendeinen q. Ja? Und für jeden so einen Morphismus geben wir jetzt eine mengentheoretische Abbildung an. Eine mengentheoretische Abbildung von xv w nach v nach yv w nach v. Und mal schauen, wie uns das jetzt gelingt. Zur Erinnerung, wie war denn das definiert? Steht noch an der linken Tafelseite. Bei diesem Einschränken. Das war einfach x von w und das war einfach y von w. So, und wenn wir jetzt einen Schnitt, klein a aus dieser Menge rausnehmen, wohin können wir den dann abbilden? Jetzt kommt das Alpha ins Spiel, ja. Wir nehmen Alpha. Alpha ist eine natürliche Transformation. Wir wählen jetzt eine bestimmte Komponente dieser natürlichen Transformation und zwar diese hier. Die zu der Komposition W nach V nach U gehört.
Und das ist jetzt genau eine mengentheoretische Abbildung von hier nach dort. Wir können also A abbilden auf Alpha von A. Und so hatten wir kein Problem mit der Kontravarianz oder so. Müsste es da unten nicht in Y von V sein, weiter unten, bei dem alten? Geht alles ein bisschen ab. Bei dem, was du davor gemacht hast. Hier? Ja. Ah ja, das ist richtig. Danke sehr. Sonst ist Quatsch. Das hintere U ist schon richtig, ja, weil wir uns auf der Stage U befinden und dort was interpretieren wollen. Aber ein Element von dieser Menge ist halt ein Morphismus der eingeschränkten Gaben. Und so ein Morphismus von eingeschränkten Gaben ist immer noch ein Morphismus von Gaben. Der darf nicht nur aus seiner Sicht globalen Schnitten definiert sein. Der muss wieder auf allen kleineren offenen, auf allen V nach U definiert sein. Genau, vielen Dank. Wo kommt die Interpretation von diesen Sachen eigentlich vor? Die kommt im letzten Schritt vor bei der Kripke-Gödel-Semantik, also bei der letzten Klausel, die wir aufgeschrieben hatten, die ich glaube ich auch zunächst vergessen hatte, bei der Gleichheit. Da hatten wir bisher immer geschrieben, und das war damals schon nicht hundertprozentig korrekt, aber jetzt fällt es richtig auf. Wir hatten damals definiert, auf U gilt S gleich T, genau dann, wenn S gleich T ist, als Elemente von irgendwie F von U, wenn das beides Terme der Sorte F waren. Das hatten wir definiert, aber wenn man ganz genau hingeschaut hat, hat man schon früher gesehen, dass das Quatsch ist, denn S und T sind ja Terme, noch nicht unbedingt Elemente von F von U. S zum Beispiel könnte noch Funktionsanwendungen enthalten. Wir haben ja schon ab Tag 1 der internen Sprache Funktionssymbole zugelassen, die nämlich zu Gabenmorphismen gehörten. Und vielleicht ist es also nicht ein einzelnes Element von einer Gabe, sondern eben noch so eine formale Anwendung von irgendeinem Schnitt von irgendeiner anderen Gabe in irgendeinem Gabenmorphismus. Das heißt, was wir damals schon hätten machen müssen, ist, das S zu interpretieren und das T auch. So, dass es wirklich Elemente von F von U werden. Das ist meistens trivial, aber wenn S und T halt wirklich längere Terme sind, dann nicht. Und insbesondere ist es dann nicht trivial, wenn zum Beispiel das da vorkommt. Das ist ja jetzt nur ein neuer Term der Sorte Hom XY. Oder wenn das da vorkommt. Oder auch, wie wir es beim letzten Mal am Ende hatten, wenn halt interne Teilmengen vorkommen. Geschweifte Klammer auf, x Doppelpunkt x oder so. Wenn ihr das jetzt alles wahnsinnig kompliziert findet, dann gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens, ihr müsst es halt ein paar Mal üben, die Übersetzung zu machen, und dann spielt sich das schon ein. Es gibt wirklich genau eine Möglichkeit, all diese Sachen hier zu definieren, sodass alles gilt, was man möchte. Nämlich sodass diese erweiterte interne Sprache immer noch ihre drei Haupteigenschaften hat, nämlich Lokalität, Monotonie und dass intuitionistische Logik drin gilt. Ja? Und die zweite Sache, die dazu zu sagen ist, dass das jetzt komplizierter wird, das ist genau auch ein Vorteil. Das führt nämlich dazu, dass die interne Sprache wieder einen echten Nutzen bringt. Ja? Ohne die interne Sprache gäbe es auch diese Hom-Gaben und so, aber es wäre vielleicht alles ein bisschen komplizierter, weil man jetzt noch mehr haushalten muss mit diesen offenen Mengen oder mit den Objekten von dem Situs. Durch Verwendung der internen Sprache kann das wieder vereinfacht werden. Daher kann man sich also immer freuen, wenn die externe Übersetzung von internen Sachen kompliziert ist, weil das dann immer gleich einen Nutzen von der internen Sprache mit sich zieht. Okay, ich schreibe kurz an, dass wir dieses Metatheorem immer noch haben. Für die erweiterte interne Sprache gilt immer noch das Omnibus-Theorem. Dass wir also Monotonie haben, Lokalität und Korrektheit bezüglich intuitionistischer Logik. Dabei haben wir auch die intuitionistische Logik ein bisschen erweitert, nämlich durch die Axiome, die wir beim letzten Mal aufgeschrieben haben, die eben diese Hom-Sorten und die Potenzsorten regieren.
Monotonie war, dass wenn eine Formel auf U gilt und wir einen Morphismus von V nach U gegeben haben, dass sie dann auch zurückgezogen auf V gilt. Lokalität hieß, dass wenn wir eine Überdeckung von U gegeben haben durch ganz viele UIs und wir wissen, auf all den UIs gilt die Formel, dass sie dann auch auf U gilt und das ist eben, dass wir intuitionistisch schließen können in der internen Sprache. Gut, das heißt, jetzt können wir logik-höhere Ordnung intern interpretieren. Das ist gut. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen einen genaueren Blick auf die Interpretation von einer ganz bestimmten Sorte werfen, weil die wichtig ist für die Vorstellung und auch einfach ganz wichtig für die Topos-Theorie, insbesondere wenn man sie ein bisschen anders aufzieht, als ich es jetzt hier gemacht habe. Das wird die Gabel Omega werden. Okay, dann starten wir einfach. Ich nehme jetzt Matthias Trick, ja, und schreibe Omega hin, weil ich ja die Nummer nicht mehr genau weiß. Die Gabe der Wahrheitswerte. Also gehört immer noch zum Topos-Theorie-Kapitel, gell? Aber da halt ein weiterer Punkt. Also sei, wie im vorherigen Abschnitt auch, dauerhaft C ein Situs. Und dann möchten wir jetzt eine Gabe näher untersuchen, die Gabe der Wahrheitswerte. Dann gibt es die Gabe Omega. Manchmal macht man da noch einen Index dazu, um anzudeuten, von welchem Topos das jetzt die Gabe sein soll. Die Gabe der Wahrheitswerte von dem Gabentopos. Und zwar ist das die Interpretation von einer bestimmten Sorte, nämlich von der Potenzsorte, von welcher Sorte? Von 1, wobei 1 eine gewisse Gabe ist, nämlich die terminale Gabe. Wie sieht die nochmal aus? Also das ist eine Gabe, deswegen sage ich jetzt, was die Schnitte sind auf jedem U. Und die sind immer gleich, nämlich die Mengen der Schnitte sind immer einelementig, enthalten immer Sternchen. Restriktionsabbildungen sind die einzig denkbaren. Okay, und wir können jetzt auch gleich mal das Interpretieren üben. Und zwar die Klausel, die wir letztes Mal am Ende angeschrieben hatten. Wenn wir jetzt nämlich sagen, was die Schnitte hiervon sind. Also Omega, Schnitte auf U, was sind das? Hatten wir letztes Mal definiert. Das ist die Menge der Untergaben von der auf U eingeschränkten terminalen Gabe. Dabei ändert sich der Funktionsterm nicht, er sieht dann immer noch so aus. Gut. Und ja, das ist die Definition. Jetzt lasst uns mal schauen, was die uns bringt. Ganz am Anfang, als ihr den ersten Kontakt hattet mit konstruktiver Mathematik, mit intuitionistischer Logik, da habt ihr vielleicht irgendwie gedacht, wenn das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten jetzt nicht mehr gilt, dann liegt das vielleicht daran, dass es dritte Wahrheitswerte gibt. Dass es nicht nur wahr und falsch gibt, sondern auch noch dritte Wahrheitswerte. Dieser Schluss war nicht berechtigt, denn um den Schluss tätigen zu können, braucht man selbst das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten. Ne? Also nur, dass wir
Ja, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ja? Wenn, schreibt das genau auf, wie das vielleicht eure Argumentation war, und dann seht ihr, ihr hättet das ausgeschlossene Dritte selbst in der Metalogik verwenden müssen, um zu folgern zu können, dass es noch was Drittes gibt. Ja? Also nur, dass wir nicht das Axiom verwenden, dass es nichts Drittes gibt, heißt nicht, dass es was Drittes gibt. Jetzt haben wir aber auch Modelle für intuitionistische Logik kennengelernt. Wir hatten sowieso schon die Realisierbarkeitstheorie, aber jetzt noch ein bisschen verkörpert, ja, weil es wirklich Kategorien sind, die sind zum Anfassen. Und da werden wir jetzt gleich sehen, dass diese Gabe Omega eben sehr groß sein kann, eine sehr anschauliche Struktur haben kann und dass sie aus interner Sicht genau die Menge der Wahrheitswerte entspricht. Also wir wollen jetzt zwei Untersuchungen machen. Erstens, warum die Gabe intern interessant ist und zweitens, wie sie extern aussieht. Machen wir das interne zuerst. Also sei Phi eine Formel über U, U ein Objekt von C, was wir dann intern bilden können, die Menge derjenigen Sternchen, so dass Phi gilt. Und das wird ein Element von P von 1. Aus interner Sicht. Und P von 1 möchte ich auch einfach Omega nennen. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich gleichzeitig Omega verwende als die Bezeichnung für die interne Sorte, als auch als Bezeichnung für die Interpretation dieser Sorte, was eine gewisse Gabe ist. Aber ihr bekommt das hin. In den Übungen haben wir schon oft mit diesem Omega hantiert, nicht im Kontext von Gaben, sondern da haben wir einfach gesagt, okay, ist die Potenzmenge diese eine Elementmenge. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir an manchen Stellen Fallunterscheidung vermeiden wollten und konstruktiv arbeiten wollten. Und dann kam das schon mehrmals uns zu Hilfe. Zum Beispiel, wenn ihr zeigen wollt, dass jeder Epimorphismus in der Kategorie der Mengen schon surjektiv ist, ohne Fallunterscheidungen, dann brauchen wir dieses Omega. Okay, und das stellen wir uns jetzt eben als Verkörperung vor, intern, von der Formel Phi, sodass das jetzt nur noch der Wahrheitswert von Phi ist. Wenn wir wollen, können wir dem auch irgendwie einen Namen noch geben, keine Ahnung, M Phi für Menge, die zu Phi gehört. Und dann kann man so Lemmata beweisen. Sowas wie, wenn wir die Menge M Phi schneiden mit der Menge M Psi, dann kommt genau die Menge raus zu Phi und Psi. Wie ist Schneiden definiert? Das haben wir bisher noch nicht offiziell gemacht in der internen Sprache, aber es ist ganz genauso definiert, wie man es lernt in der LA1. Ja, das ist definiert als Menge derjenigen X aus 1. Wenn ihr hier, also das war kurzerweise, ja, ich müsste offiziell schreiben, alle X aus 1. So dass x in m phi liegt und x in m psi liegt. So definiert man in der LA1 den Schnitt von zwei Mengen. So definieren wir auch intern den Schnitt von zwei Mengen. Extern korrespondiert er dann genau zum Schnitt der beteiligten Untergaben. Also es gilt zum Beispiel das da. Oder es gilt, m phi ist eine Teilmenge von m psi. Genau dann, wenn Phi Psi impliziert. Also aus interner Sicht die Menge der Wahrheitswerte. Also schaut vielleicht ein bisschen weniger aus, wenn du sagst, dass x in Phi äquivalent ist zu Phi. Ja, genau. Schreibe ich auch noch hin. Schreibe ich auf verschiedene Arten und Weisen hin. M Phi bewohnt. Also dass überhaupt ein Element drin ist, ist äquivalent dazu, dass eben dieses eine besondere Element in M Phi liegt. Und das ist wiederum äquivalent dazu, dass Phi gilt. Genau. So, also das ist die interne Sicht der Dinge. Und intern gilt halt allermeistens nicht das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, sondern das heißt, wir können intern nicht für jede
für jedes Element von P von 1 können wir intern nicht zeigen, dass es gleich der leeren Menge ist oder gleich der vollen Menge ist. Das ist etwas, was wir im Allgemeinen nicht zeigen können. Übrigens, ein Topos, in dem man das doch zeigen kann, heißt Boolsch. Und Beispiele für boolsche Topoi sind folgende. Ihr müsst klassische Logik in der Metalogik annehmen. Und wenn ihr dann den Topos der Gaben über einem diskreten topologischen Raum betrachtet, dann wird das ein boolscher Topos sein. Wenn ihr klassische Logik auch nicht in der Metalogik anwendet, dann war das immer noch kein Beispiel, aber wir werden dann heute gleich noch ein Beispiel sehen, wie man immer sich einen boolschen Topos verschaffen kann, wenn man ihn braucht. Okay, und jetzt lasst uns die externe Interpretation anschauen, und zwar in einem besonders anschaulichen Fall, nämlich dem Fall, dass C der Situs der offenen ist von einer Örtlichkeit. Statt Sheaves auf C haben wir dann auch oft Sheaves von X geschrieben. Ne? So, das ist also die Menge der Untergaben von 1U. Und das können wir aber jetzt nochmal anders ausdrücken. Ich behaupte nämlich, dass diese Menge in kanonischer Bijektion steht zu folgender Menge, zu der Menge all derjenigen offenen von X, welche kleiner gleich wie U sind. Das beweisen wir gleich. Hier kommt die Bijektion einfach hin, Abbildungsvorschrift nach rechts und nach links. Aber was bedeutet das insbesondere? Wir können uns mal die globalen Schnitte davon anschauen. Und dann werden die also in kanonischer Bijektion stehen zu den offenen Teilen von X. Und das bedeutet, aus externer Sicht ist die interne Logik von dem Gabentopos über X mehrwertig. Sie hat nämlich je einen Wahrheitswert für jedes Offene von X. Die beiden Extremfälle wäre das leere Offene, das minimale Offene, das kleinste Offene, Bottom, und das größte. Aber dann kann es halt je nach X noch ganz viele Schattierungen geben. Und auf diesen Schattierungen können dann Aussagen gelten oder nicht. Ja, wenn die Menge derjenigen Sternchen, so das Phi gilt, dann genau zu irgendeinem offenen U korrespondiert, dann sagen wir eben, diese Formel gilt auf U. Wie sieht die Korrespondenz aus? Vielleicht erstmal von, keine Ahnung, gleich schwer, von links nach rechts. Also sei F eine gewisse Untergabe von 1 eingeschränkt auf U. Untergabe hieß einfach, dass es eine Gabe ist, sodass aber all die Mengen von Schnitten von dieser Gabe jeweils Teilmengen sind von der Menge der Schnitten der Obergabe. So, und dann ist es doch so, dass manche Mengen von Schnitten bewohnt sein werden, durch eben das eine Element Sternchen und andere nicht. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden das Supremum bilden, das können wir ja in einem Rahmen, über all die offenen von X, so dass f von v bewohnt ist. Ich muss hier u schreiben. Sonst darf ich es gar nicht in v einsetzen, weil f nur eine Gabe auf u ist, auf c/u. Okay, und umgekehrt, wenn wir so ein offenes v haben, dann können wir dadurch dazu eine Untergabe produzieren. Nämlich sage ich, was auf einem W passieren soll. Ich gebe jetzt die Gabe der Schnitte an, die Menge der Schnitte an. Und zwar sollen das all die Sternchen sein. So muss meine Definition anfangen, weil ich will ja, dass es eine Untergabe von der Gabe wird. So dass W kleiner gleich V ist. Das ist dann insgesamt eine Gabe. Und wenn wir zum Beispiel rechts starten, daraus diese Untergabe machen und jetzt wieder nach rechts zurückgehen, dann sehen wir, dass auch wirklich genau wieder V rauskommt. Weil wann ist diese Menge bewohnt?
genau dann, wenn das w kleiner gleich v ist. Wenn wir das Join bilden über all die w, die kleiner gleich v sind, dann kommt halt die kleinste obere Schranke von all diesen w's raus und das ist gerade das v. Also das wird wirklich eine Bijektion. Fragen? Okay, was logisch jetzt als nächstes käme, wäre, dass wir offene Untertopoi behandeln. Die sind nämlich gegeben durch so analoger zu den Kernen von Örtlichkeiten. Ich habe aber ehrlich gesagt den Eindruck, dass ihr ein bisschen paralysiert seid von Omega. Und was ich stattdessen mache, also an Untertopoi kommen wir nicht vorbei, die sind wichtig und sind auch cool, aber vielleicht mache ich ein Beispiel, um die Stimmung zu erhöhen. Ja? Ein Beispiel, was nichts mit Omega zu tun hat, wo auch alle nur einsteigen können, die da jetzt irgendwie paralysiert waren von. Das ist dann einfach Kapitel Omega plus 1 Unterabschnitt, ja. Nämlich, ich möchte gerne noch mal kurz zum Spektrum von einem Ring was sagen. Also das passt jetzt nicht in die logische Struktur, aber zu irgendeinem Zeitpunkt müssen wir das sowieso auch machen, weil es eine schöne Motivation für das Ganze bietet. Und dann schieben wir das jetzt ein. Okay, ich möchte einfach folgende Problemstellung in den Raum werfen. Gegeben ein Ring A, wie immer kommutativ und mit 1, gesucht die universelle Lokalisierung von A. Was soll das sein? Das soll ein neuer Ring A' sein, welcher ein lokaler Ring ist. Zur Erinnerung, ein Ring heißt genau dann lokal, wenn immer, wenn eine Summe in diesem Ring invertierbar ist, schon mindestens einer der Summanden invertierbar ist. In klassischer Logik ist das äquivalent dazu, dass der Ring genau ein maximales Ideal besitzt. Also die universelle Lokalisierung von A soll ein weiterer Ring A' sein, der lokal ist, zusammen mit irgendeinem Ringhomo hier in die Lokalisierung rein, sodass für jeden Ring B, welcher lokal ist, so, und für jeden Ringhomo phi in diesen lokalen Ring hinein exakt ein Ringhomo phi quer existiert, welcher zudem lokal ist. Lokaler Ringhomo. Wann heißt ein Ringhomo nochmal lokal? Lokal heißt, dass er Invertierbarkeit reflektiert. Also phi quer von x invertierbar soll implizieren, dass x invertierbar ist. Invertierbarkeit bewahren tun alle Ringhomos. Reflektieren ist was Besonderes, so dass das kommutiert. Also das ist die Aufgabenstellung, ja? Gegebenen Ring. Finde eine universelle Lokalisierung A'. Das ist eine Art Aufgabenstellung, wie man sie in der kommutativen Algebra häufig sieht. Man könnte zum Beispiel auch fragen, hey, gibt es denn eine universelle Art und Weise, ein bestimmtes Element eines Rings invertierbar zu machen? Dann wäre die Antwort ja. Man muss halt die Lokalisierung nehmen. Oder man könnte fragen, gibt es eine universelle Art und Weise, um ein Ringelement zu Null zu machen? Dann lautet die Antwort auch ja. Man muss halt den Quotientenring nehmen, den Faktorring und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt auch eine der vielen Problemstellungen, die man betrachten kann.
Lass mich nur hier parallel dazu stellen, die Problembeschreibung, wenn man zum Beispiel einen Ring, ein Element auf 0 zwingen will, nur damit ihr seht, dass das ganz, ganz genau analog ist, gegeben Ring A und Element x0 aus A. Wir wollen das zu 0 kriegen, ja? Gesucht, universelle Möglichkeit, x0 zu 0 zu machen. Das heißt, was wir dann wollen, ist einen neuen Ring A' zusammen mit einem Ringhomo Phi. Der soll jetzt nicht lokal sein, das ist eine ganz andere Problemstellung, sondern der soll erfüllen, dass Phi, 0, Phi von x0 0 ist. So dass, wenn wir irgendeinen anderen Ring B haben, sorry, das war Alpha, und irgendeinen Ringhomo Phi hinein mit der Eigenschaft, dass Phi von x0 0 ist, dass dann genau ein Morphismus hier hoch existiert, Phi quer. Und das wäre schaffbar. Ne? Dazu, also diese Aufgabe wird gelöst durch die Setzung A' als A modulo x0 und Alpha der kanonische Ringhomo, die kanonische Projektion, die es gibt. Also dieses universelle Problem ist trivial lösbar in der kommutativen Algebra. Jetzt schauen wir uns dieses Problem an. Versuchen wir das einfach mal so ein bisschen, um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie das A' aussehen könnte. Nehmen wir uns mal so eine obere Situation hin, wie das A und das nach B in den lokalen Ring rein und schauen uns dann mal, wie das A' aussehen müsste. Also ist jetzt kein formaler Beweis oder sowas. Ich will einfach kurz rumspielen und euch auf einen bestimmten Gedanken locken. Sei Phi ein Homo, ein Ringhomo in einen lokalen Ring B. Dann ist folgende Faktorisierung möglich. Also wir haben A, wir haben B. Und was wir jetzt machen können, ist folgendes. Wir haben ja B Kreuz, das ist die Menge der invertierbaren Elemente von B. Und diese Menge können wir längs Phi zurückziehen. Dann kommt irgendeine Menge von Elementen aus A hinaus, heraus. Und die nennen wir F. F erfüllt dann eine Reihe von Eigenschaften. Zum Beispiel, also ich liste alle relevanten Eigenschaften auf. Eine Eigenschaft ist, das Einzelelement von A liegt in F. Zweite Eigenschaft, ein Produkt liegt in F, genau dann, wenn beide Faktoren in F liegen. Dritte Eigenschaft, die 0 liegt nicht in F, denn Phi von 0 ist 0. Die 0 ist aber nicht invertierbar. Ein lokaler Ring ist niemals der Nullring. Das heißt, 0 ist ungleich 1. Und vierte Sache, sollte mal eine Summe in A plus in F liegen, dann liegt schon A in F oder B in F. Warum? Sei A plus B in F, dann ist Phi von A plus B invertierbar. Dann ist das ein invertierbares Element von B. Phi von A plus B kann man auch schreiben als Phi von A plus Phi von B. Und B ist ein lokaler Ring. Da haben wir ja gesagt, wenn eine Summe invertierbar ist, dann schon einer der Summanden. Also ist schon Phi von A oder Phi von B invertierbar. Das heißt, A liegt in F oder B liegt in F. Okay. Diese vier Axiome, die da jetzt dran stehen, das sind die Axiome an den sogenannten Filter. Den Begriff gab es schon,
Aber das ist jetzt ein Filter von einem Ring und nicht der Filter von einem Rahmen. Frage. Bitte? Heißt das auch manchmal multiplikatives System? Das heißt manchmal auch multiplikatives System, aber bei einem multiplikativen System hat man nur die hat man nur einen Teil der Forderung. Für ein multiplikatives System hätte man nur erstens und einen Teil von zweitens, nämlich die Rückrichtung. Und die anderen Axiome fehlen bei der Forderung an ein multiplikatives System. Insbesondere aber ist jeder Filter ein multiplikatives System. Und daher können wir die Lokalisierung betrachten. Das schreiben andere Leute auch als F(-1a). Ja? Das ist jetzt der Ring, wo all die Elemente aus F künstlich invertierbar gemacht wurden, indem wir Brüche erlauben, wobei im Nenner halt irgendwas aus F steht. Das Besondere an einem Filter im Vergleich zu einem multiplikativen System ist, dass wenn man einen Filter lokalisiert, dass das immer ein lokaler Ring wird. Das liegt im Wesentlichen an Axiom Nummer 4. Das sieht ja auch schon so aus wie von einem, das Axiom von einem lokalen Ring. Ja, dass wenn, weil wenn wir, also ihr müsst das machen, das ist ein bisschen, also ihr braucht eine Minute höchstens dazu, ja, aber wenn wir halt eine Summe von zwei Elementen da drin haben, ich ignoriere jetzt die Nenner von denen, weil ich sie auf den Hauptnenner gebracht habe, bla bla bla, dann haben wir also noch zwei Zähler und die Summe davon ist invertierbar hier drin und man kann zeigen, das bedeutet dann das schon, dass sie in F liegt, weil quasi nichts anderes invertiert wurde und wenn es in F liegt, dann liegt schon ein oder das Summanden in F und daher ist der dann auch wieder invertierbar. Ihr könnt euch übrigens fragen, welche multiplikativen Systeme denn die Eigenschaft haben, dass wenn man nach denen lokalisiert, ein lokaler Ring rauskommt? Und das sind dann genau die Filter. Bis auf ein Detail, nämlich ist es so, das habt ihr vielleicht schon mal auch selbst erlebt, wenn ich zum Beispiel einen Ring lokalisiere, oder einfach gesprochen, also wenn ich irgendein multiplikatives System hier hinschreibe, dann werden ja in diesem Ring dann all die Elemente aus diesem System invertierbar. Aber weitere Elemente werden automatisch eventuell auch invertierbar. Zum Beispiel alle Faktoren von Elementen aus dem multiplikativen System. Ja? Deswegen, das multiplikative System legt den entstehenden Ring doch gar nicht eindeutig fest. Deswegen wäre es völlig Quatsch zu denken, dass hinreichend unnotwendig dafür, dass a adjungiert s hoch minus 1 lokal ist schon, dass es das S ein Filter ist. Man kann aber jede multiplikativ abgeschlossene Menge saturieren, ja, größtmöglich machen, sodass dann genau das invertierbar gemacht wird, was in S liegt. Und dann stimmt die Aussage, dass so ein S zu einem lokalen Ring führt, genau dann, wenn das S sogar ein Filter ist, statt nur ein saturiertes abgeschlossenes System. Okay, jedenfalls, wir haben hier die kanonische Inklusion, muss nicht unbedingt injektiv sein, in die Lokalisierung. Und hier können wir was basteln, was Eindeutiges. Da nehmen wir im Wesentlichen wieder denselben Ring Homophie, nur müssen wir den halt jetzt ausdehnen auf die Brüche. Also wenn wir so einen X durch S haben, hier, dann müssen wir das jetzt auf was abbilden. Und was fällt mir ein? Mir fällt ein, Phi von X zu machen und multipliziert mit Phi von S hoch minus 1. Das hoch minus 1 wird funktionieren, weil im Nenner stehen ja nur solche Sachen, die, wenn ich sie mit Phi abbilde, in B Kreuz landen, in der Menge der invertierbaren Elemente. Wir sehen also, wie der Ring A' aussehen könnte, wenn es nur darum ginge, in dieser konkreten Situation den Morphismus zu lokalisieren. Und eventuell merkt ihr jetzt aber schon so ein kleines Problem, nämlich je nachdem, welchen Ring B wir hier haben und welchen Ring Homo wir nach B haben, brauchen wir hier einen anderen Filter. Und dieses Problem übersetzt sich tatsächlich zu einer Beobachtung, die man einfach treffen kann. Nämlich anders als das Problem, wie hier beschrieben, ist dieses Problem allgemein nicht lösbar. Es gibt in der Kategorie der Ringe, gibt es im Allgemeinen keinen A-Strich, sodass eben diese universelle Eigenschaft erfüllt ist. Beobachtung. Das gestellte Problem ist G
genau dann lösbar. Also genau dann gibt es so einen Ring A', bla bla bla. Wenn, wenn für jedes Element von dem Ring A gilt, x ist invertierbar, entweder ist x invertierbar, entweder oder ist das hier, oder x ist nilpotent. In klassischer Logik mit Auswahlaxiom ist das äquivalent auch ohne Auswahlaxiom, aber klassische Logik brauchen wir. Ist es äquivalent dazu, vielleicht brauchen wir auch Auswahlaxiom, will ich mich gerade jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall ist es klassisch äquivalent dazu, dass A genau ein Primideal besitzt. Wenn A genau ein Primideal besitzt, dann besitzt A auch höchstens auch genau ein maximales Ideal, nämlich halt dieses Primideal. Das heißt, der Ring war schon lokal. Das heißt, die ganze Problemstellung ist so ein bisschen hinfällig. Ja, die, in diesem Fall ist A' auf A wählbar und Alpha zur Identität. Das heißt, das Problem ist genau dann lösbar, wenn es trivialerweise lösbar ist. Das muss man nachrechnen. Der letzte Satz gilt aber dann wahrscheinlich auch plus klassisch, oder? Das da? Ja. Das gilt dann wieder konstruktiv. Also falls es lösbar ist, falls diese konstruktive Bedingung erfüllt ist, dann ist es, dann ist das die richtige Lösung. Nur das Einzige, was nicht konstruktiv war, war diese Äquivalenz hier. Sonst war alles konstruktiv. Ich meine, es ist nicht einsehbar, dass, nicht sofort einsehbar, dass dieses genau dann wenn stimmt. Wenn ihr den Beweis dazu sehen wollt, dann geht auf mein GitHub, Mathe-Zirkel, Mathe-Camp 2014. Dort seht ihr ja zum Beispiel diese P-Kärtchen und auch das E-Kärtchen. Aber dann auch das Kärtchen, was wir Marc zu seinem 40. Geburtstag geschenkt haben. Und da ist ein Beweis davon drauf. Allerdings nur ein Beweis in klassischer Logik wiederum. Das heißt, dann müsst ihr noch selbst ein bisschen daran arbeiten, das konstruktiv zu machen. Die Rückrichtung. Also, wenn diese Bedingung gilt, dann ist das deine Lösung des Problems. Die kriegt ihr alle hin. Das ist nur Nachrechnen. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir umgehen können mit diesem Phänomen, dass das Problem nicht lösbar ist. Die eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, schade. Die andere Möglichkeit ist, Topos-Theorie zu bemühen, das Problem ganz geringfügig umzuformulieren und dann wird es lösbar und liefert gleichzeitig die Motivation für ein riesiges Teilgebiet der Mathematik, nämlich die algebraische Geometrie. So sehen wir dann auch die Verbindung zur Überschrift. Idee, um weiterzumachen, suche die Lösung, also das A', in einem anderen Topos. Suche die Lösung in einem anderen Topos. Was ist damit gemeint? Bisher ging es um gewöhnliche Ringe, wie man sie in der L1 kennengelernt hat. Das heißt, um Ringe, die eine zugrunde liegende Menge haben und je zwei Elemente der Menge kann man addieren, multiplizieren und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt erlauben, dass das A' nicht ein Ring ist im gewöhnlichen Sinne, sondern ein Ring in irgendeinem Topos. Ein so einen Ring habt ihr schon kennengelernt, das war das OA auf dem Situs CA. So, dazu müssen wir jetzt nur definieren, was ein Ring in einem Topos ist. Ja? Ein Ring in einem Topos E, also zum Beispiel der Topos der Gaben über einem Situs, besteht aus einem Objekt R von E,
zusammen mit Morphismen. Wir brauchen ein Null-Element. Wir brauchen ein Eins-Element. Wir brauchen eine Addition. Wir brauchen eine unäre Negation. Wir brauchen eine Multiplikation. So, das sind die Daten, die einen Ring ausmachen. Und jetzt sollten tunlichst die Ringaxiome erfüllt sein, ne? Sodass in der internen Sprache von E die Ringaxiome gelten. Wenn ihr, wenn ihr diese Definition spezialisiert, hin zu der Situation, dass E der Topos der Mengen ist, Set, und euch dann erinnert, dass die interne Sprache vom Topos Set einfach die normale mathematische Sprache war, sodass man quasi das Set / Models und die Häkchen einfach wegkürzen kann, dann seht ihr, dass ein Ring in dem Topos Set nichts anderes ist als ein ganz gewöhnlicher Ring. Ja? Jeder gewöhnliche Ring ist im Sinne dieser Definition ein Ring in Set. Aber ihr habt schon andere Beispiele gesehen. Der Ring OA zusammen mit den kanonischen Morphismen, die man dafür braucht, ist ein Ring in diesem Topos. Oder ihr habt auch ein Beispiel aus der Differentialgeometrie gesehen, statt der algebraischen Geometrie. C, die Gabe der stetigen Funktionen, ist ein Ring in Sheaves X. So, das ist also ein Ring in einem Topos. Und jetzt definieren wir noch, was ein Ringhomomorphismus ist. Definition: Ein Morphismus so, von einem Ring R in irgendeinem Topos E in einen Ring S in irgendeinem Topos F. Wir wollen jetzt also definieren, toposübergreifend definieren, was Ringhomos sein sollen. Ja? Zwischen Ringen in beliebigen Topoi. Ein Morphismus ist gegeben durch, per Definition, erstens einen geometrischen Morphismus F in die andere Richtung und dann einen Morphismus so, einen Morphismus in F, sodass aus Sicht des Topos F dieser Morphismus, der hier steht, nennen wir den Phi, sodass Phi ein Ringhomo ist. S ist ja ein Ring und der Rückzug von R längs F ist auch wieder ein Ring, muss man sich kurz klar machen. Folgt zum Beispiel ganz schnell dadurch, dass f hoch minus 1, das ist ja der Funktor, der f gibt, dass der mit Produkten vertauscht. So, also das sind jedenfalls beides Ringe und deswegen kann ich ja intern hinschreiben, dass das ein Ringhomo sein soll. Und das soll halt jetzt gelten. Das ist ein Morphismus zwischen Ringen beliebiger Topoi. Manche von euch haben gerade die Kategorientheorie, da habt ihr zum Beispiel kennengelernt, was ein Monoidobjekt in der Kategorie ist. Das ist was ganz Ähnliches, das könnte man ein Ringobjekt in der Kategorie nennen. Machen manche, oder machen ganz viele Leute auch so, aber ich denke, das Wort Objekt ist überflüssig, man kann einfach direkt Ring sagen.
Und wenn man sich anschaut, was das dann runtergekocht ergibt, wenn man die Interpretation vornimmt, dann kommen da genau auch so kommutative Diagramme raus, wie bei der Definition von einem Monoidobjekt in der Kategorientheorie. Okay, und mit diesen Vorarbeiten können wir jetzt das Problem lösen. Ja, ja das schreibe ich weiter. Also Theorem. Das eingangs gestellte Problem, dieses da, ist lösbar in folgendem Sinne. Es ist also nicht mehr ganz im wörtlichen Sinne das ursprüngliche Problem. Wenn A ein Ring ist, im Topos der Mengen. So, dann gibt es einen neuen Ring A' in einem speziellen Topos E, angepasst, maßgeschneidert auf dieses Problem gerade, sodass für jeden Ring B in jedem Topos F lokaler Ring. Was ist jetzt ein lokaler Ring in einem Topos? Wir haben nur definiert, was ein Ring im Topos ist. Aber ein lokaler Ring ist halt einer, sodass aus der Sicht der internen Sprache von F B das Axiom von dem lokalen Ring erfüllt. Das ist also immer, wenn eine Summe invertierbar ist, schon mindestens eine der Summanden invertierbar ist. Okay, und für jeden Ring Homophie, der besteht jetzt also aus mehr Teilen, genau ein Ring Homophie quer hier. Also existiert, welcher lokal ist. Wann heißt ein Ring homolokal? Wenn der Ring homo ein Homo ist zwischen Ringen verschiedener Topoi. Naja, dann heißt es, dass in der Ternsprache von F das Axiom von vorhin gelten soll, dass also das Phi Invertierbarkeit reflektiert. Wir müssen schon auch noch von das A' auch lokal ist. Ja, genau. Danke sehr. Und vielleicht, also jetzt machen wir nur weiß. Ja? Und was vielleicht noch ganz nett sein wird, ist gleich Folgendes. Ihr könntet jetzt, nachdem ihr kennengelernt habt, dass es doch mal eine viel größere Welt der Ringe gibt, nicht nur die Ringe des in Z, sondern auch Ringe in beliebigen Topoi, könntet ihr wiederum vorwerfen, dieser Formulierung des Theorems, dass sie viel zu speziell ist. Weil Ausgangspunkt ist ja ein Ring in Z und nicht ein Ring in irgendeinem Topos. Ihr könntet danach sofort fragen, okay, und gilt dasselbe Theorem auch, wenn ich mit einem Ring in irgendeinem Topos starte? In einem Topos, keine Ahnung, G, gibt es dann trotzdem einen angepassten Topos E, der vermutlich auch irgendwie mit G zusammenhängt, sodass das alles wieder Sinn ergibt und stimmt? Antwort ja. Und mit dieser ganzen internen Topos-Sprache, wenn man sie nur noch leicht erweitert, sodass man auch Konstruktionen, noch weitere Konstruktionen neben Potenzobjekten und HOM-Sorten machen kann, wird das noch allgemeinere Theorem einfach folgen aus dem Beweis von hier, sofern wir darauf Acht geben, dass der Beweis hier konstruktiv ist. Weil alles, was wir konstruktiv machen, können wir auch in einem Topos machen. Und wenn wir uns dann hier irgendwo auf den Topos Z beziehen und das Ganze später in irgendeinem Topos G interpretieren, dann wird sich das Z automatisch auf G beziehen. Ja, also jeder Topos glaubt von sich selbst, dass er der Topos der Mengen ist. Okay. Lasst uns das machen. Und die Idee ist, jetzt nicht irgendwie was Neues uns großartig zu überlegen, sondern sich diese Idee nochmal anzuschauen und zu sagen, das war eine gute Idee. Es gab nur ein Problem, nämlich, ich wusste nicht, welchen Filter ich hier nehmen sollte. Das war immer ein anderer. Und das heißt, wir bräuchten irgendwie was Besseres als der Filter und auch nicht den. Was ganz gut wäre, wäre, den generischen Filter zu nehmen. Sei E' der klassifizierende Topos der Theorie eines Filters von A. Das ist, welche Theorie ist das? Das ist eine propositionale Theorie sogar. Mit atomaren Propositionen
Klein a liegt in Groß f. Das sind aber nur unsere Bezeichnungen für diese atomaren Propositionen. Ich behaupte nicht wirklich, dass irgendein Ringelement in irgendeinem f liegt. Nur ein Name. Und welche Axiome? Naja, die Filterachsiome. Ja? So. In E' in E einfach haben wir das genannt, sorry. In E gibt es den generischen Filter von A. Nämlich halt das generische Modell von dieser Theorie. Nämlich das generische Modell der Theorie, um die es gerade geht. Ich gebe diesem generischen Filter einen Namen. Ich nenne den f-Index 0. Und jetzt können wir die Lösung konstruieren. Welchen Ring nehmen wir jetzt? Also, wir machen Folgendes. Wir haben den Ring A, das ist ein Ring in Z. Aber wir können den machen zu einem Ring in E. Wie geht das? Naja, wenn E ein klassifizierender Topos ist, dann ist E ein Grothendieck-Topos. Also, das hatten wir letztes Mal festgehalten, gibt es einen geometrischen Morphismus von E nach Z. Den kann ich Ausrufezeichen nennen, weil der eindeutig ist. Okay, und wodurch ist dieser Morphismus gegeben? Der ist durch einen Funk in die andere Richtung gegeben. Macht also aus Mengen Objekte von E. Und wenn ich den dann hinschreibe als Funktor, dann schreibe ich in Analogie zur konstanten Garbe das mit dem Unterstrich. Gut. Das ist jetzt noch nicht fertig. Wir müssen diesen Ring lokalisieren. Nämlich an F0. So, offiziell haben wir noch nicht besprochen, wie man einen Ring in einem Topos lokalisieren kann an einem Filter dieses Ringes in diesem Topos. Es liegt einfach daran, dass wir noch nicht fertig unsere interne Sprache erweitert haben. Wir können immer noch nicht nur zwei Konstruktionen momentan ausführen, Potenzen und Tromm, aber nicht das, was wir hierfür brauchen, zum Beispiel kartesisches Produkt nehmen und dann eine Äquivalenzrelation austeilen. Aber wenn ihr seht, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das einfach nur machen. Das sind halt noch, so wie am Anfang der Stunde, noch mal zwei, drei Klauseln, die wir zur Kripke-Journal-Semantik zunehmen müssen. Und dann haben wir das. Und jetzt lasst uns einfach noch ganz grob einsehen, warum die universelle Eigenschaft wirklich erfüllt ist. Ja? Also ich male dazu das Diagramm einfach noch mal hin. Und werde mir dann Mühe geben, wenn ich einen Morphismus gleich angebe, zu motivieren, woher der kommt. Also, wir starten mit irgendeinem Ringhomo in irgendeinem Ring B, welcher lokal ist, in irgendeinem Topos F. Unten haben wir diese Sachen schon uns gegeben. So. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie wir es schaffen, hier einen Morphismus hochzubekommen. So, das soll ein Ringhomo werden, zwischen Ringen in verschiedenen Topoi. Hier steht die Definition dazu. Das heißt, wir brauchen zunächst mal einen geometrischen Morphismus in die andere Richtung. Einen geometrischen Morphismus von F nach E. E war der klassifizierende Topos von irgendeiner Theorie. Daher wissen wir, wie wir geometrische Morphismen in E hinein angeben. Nämlich, indem wir ein Modell von dieser Theorie in F angeben. Gegeben durch ein Modell der Theorie
in f. Nämlich folgendes. Jetzt sollte vielleicht mal der Ring Homo Phi ins Spiel kommen. Also Phi ist ja ein Ring Homo. Was bedeutet das dann konkret? Phi besteht ja wieder aus so einem Anteil und so einem Anteil, wobei der Anteil hier trivial ist, weil geometrischen Morphismus nach Set gibt es sowieso nur einen. Das heißt, im Wesentlichen besteht das Phi dann noch aus einem echten Ring Homo im Topos F alleine. Ich nenne das jetzt auch wieder Phi, ist mir aber egal, wie das nennt. Das geht dann von A unterstrichen nach B. Das ist ein Ringhomo im Topos F. Ja, B ist ja ein Ring in F. Kann nicht anders sein. Okay. Und dann lasst uns doch folgenden Filter angeben. Denn mein Modell von der Theorie der Filter in F ist einfach ein Filter in F. Und wir machen genau dasselbe wie vorhin auch. Wir nehmen Phi, wir betrachten das Urbild, und zwar das Urbild unter B-Kreuz, von B-Kreuz. Das wird eine Untergabe werden, ein Unterobjekt werden von der Konstantengabe A. Das erfüllt die Filteraxiome. Deswegen ist das ein Modell der Theorie der Filter. Deswegen kriegen wir genau einen geometrischen Morphismus, ja, der dann den universellen Filter F0 zurückzieht auf diesen Filter F. Ja? Es gilt dann, wenn wir den F nennen, F hoch minus 1 vom universellen Filter, vom genetischen Filter, gleich F. So, wir sind fast fertig mit der Angabe von diesem Morphismus. Nur eins fehlt noch, nämlich wir müssen ja auch den ringtheoretischen Anteil angeben. Das war jetzt nur der topos-theoretische. Der ringtheoretische ist hier das zweite. Also wir müssen einen Ringhomo angeben von f hoch minus 1 von a' nach b. Und das ist dann hoffentlich auch ein lokaler Ringhomo. Mal schauen, wie uns das jetzt gelingt. Naja, wir können das noch ein bisschen fertig ausrechnen. a' war ja explizit gegeben. A' war als diese Lokalisierung gegeben. Und da stellt sich heraus, wenn man, da gibt es ein schönes Meta-Argument nochmal dazu, zurückziehen vertauscht mit Lokalisierung. Das wird also das da. Das liegt daran, dass in der Konstruktion der Lokalisierung nicht alle denkbaren Operationen von Mengenlehre eingehen, sondern nur solche, die von so einem f hoch minus 1 bewahrt werden. Zur Erinnerung, f hoch minus 1 bewahrt endliche Limiten und beliebige Kolimiten. Und nur solche Art Konstruktionen gehen auch ein. Wenn ihr euch einfach nochmal erinnert an die Algebra 1 jetzt vermutlich, wie die Lokalisierung konstruiert ist, könnt ihr das nachrechnen. Okay, f hoch minus 1 von a unterstrichen, hat wieder den Namen a unterstrichen verdient. Das a unterstrichen war ja hier selbst schon so ein Pullback. Insgesamt ist die Komposition von Pullbacks, dreht sich um. Das ist dann wieder ein neuer eindeutiger Morphismus, nur von einem anderen Topos nach E. Okay, und was ist das f um minus 1 1 von f0? Das stand ja hier, das ist f. Naja, und den Morphismus von a unterstrichen f um minus 1 nach b können wir ja wohl angeben. Genauso, wie wir das auf der hinteren Tafel diskutiert hatten. Fertig. Viele Details fehlen jetzt hier natürlich noch, ne? Aber das ist die Idee. Also in welche Richtung waren jetzt die Morphismen nochmal geometrisch? Der geometrische Morphismenanteil, der ist von dem Topos F nach E zurück. Kannst du kurz sagen, wie man F0 denn überhaupt als Teilmenge von, also intern als Teilmenge von A unterstrichen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann ich F0 als Teilmenge von A unterstrichen ansehen? Das kann ich sagen, aber das würde 3 Minuten brauchen und ich brauche die 3 Minuten noch, um eine andere Bemerkung hinzuschreiben. Aber das kann ich dir gleich zeigen, es ist nicht weiter schwer, aber hat wieder Parallelisierungspotenzial. Deswegen sage ich das gerade.
gibt jetzt noch eine Bemerkung, die zu machen ist, die das Ganze nochmal verbindet mit der algebraischen Geometrie. Stellt sich nämlich raus, dass dieser Topos E, den wir hierzu gebraucht haben, nicht irgendein Topos ist, der jetzt genau dazu dient, um dieses Theorem hier zum Laufen zu bringen, sondern wir können den noch ein bisschen vereinfachen. Also das E aus dem Beweis war ja definiert als der klassifizierende Topos der Theorie von einem Filter in A. Okay. So, diese Theorie war hier aber zufälligerweise eine propositionale geometrische Theorie. Das heißt, wir hätten auch die klassifizierende Örtlichkeit bilden können und dann den Gabentopos drüber. Es gibt eine Übungsaufgabe, die euch bittet auch zu zeigen, dass da zweimal dasselbe rauskommt. Und wenn wir ganz, ganz pingelig heute sind, dann kommt ein Topos raus, der auf kanonische Art und Weise äquivalent ist. Also der Gabentopos über der klassifizierenden Örtlichkeit. Klassifizierende Örtlichkeit der Theorie von einem Filter in A. Was sind denn die Punkte von diesem Topos? Naja, die Punkte von diesem Topos sind dasselbe wie die Punkte von dieser klassifizierenden Örtlichkeit, hatten wir letztes Mal festgehalten. Was sind die Punkte von dieser klassifizierenden Örtlichkeit? Naja, das sind die Modelle von dieser Theorie in Z. Das heißt, das sind Filter von A. Hat als Punkte all die Filter von A. Jetzt erlaubt euch mal ganz kurz klassische Logik in der Metatheorie. Dann behaupte ich, dass ihr die Menge der Filter von A noch umschreiben könnt auf eine Art und Weise, sodass ihr euch bekannter vorkommt, nämlich als die Menge der Primideale von A. Ich behaupte nicht, dass jeder Filter ein Primideal ist, das ist völlig falsch. Aber das Komplement von jedem Filter ist ein Primideal. In klassischer Logik. Schaut euch die Filterachsen nochmal an. Hier steht zum Beispiel dran, dass 1 in F ist. Anders formuliert, 1 liegt nicht im Komplement von F. Und in der Tat von Primideal fordert man ja, dass die 1 nicht drin liegt. Oder hier steht drin, 0 Element, nicht Element F. Anders formuliert, 0 liegt im Komplement von F. Und in der Tat von dem Primideal fordert man, dass 0 drin liegt. Oder hier, wenn wir das, wenn das andersrum vorlesen, kontraponiert vorlesen, dann heißt es, wenn A im Komplement liegt und wenn B im Komplement liegt, dann liegt noch A plus B im Komplement. Das ist auch eines der Axiome von Primideal. Also kann man das alles durchgehen. Ja? Das heißt also, in klassischer Logik gibt es eine 1-1-Beziehung zwischen den Filtern von A und Primidealen von A, gegeben durch Komplementbildung. In konstruktiver Logik brechen zwei Sachen zusammen. Erstens ist keine 1-zu-1-Beziehung mehr. Denn wenn ich einen Filter nehme, ihn komplementiere und dann nochmal komplementiere, kann ich nicht zeigen, dass derselbe Filter rauskommt. Es kommt irgendwas a priori Größeres raus. Zweitens kann ich auch gar nicht zeigen, dass das Komplement von Filtern Primideal ist. Ich kann auch nicht zeigen, dass das Komplement von Primideal ein Filter ist, weil ich dieses Oder nicht zeigen werde können. Ja? Oder das entsprechende Oder bei dem Axiom von Primideal. Aber klassisch schon. Und jetzt überlegt mal, ob ihr einen Raum kennt, dessen Punkte die Primideale von A sind. Das Spektrum von A, gell? Also schon diese Örtlichkeit hier, ja, da kann ich jetzt zwei Sachen zu sagen. In klassischer Logik kann ich sagen, diese Örtlichkeit ist gerade L von Speck A. Mit ist meine ich ist kanonisch isomorph zu. Also Speck A hat noch eine Topologie, ne, zur Risiko-Topologie. So wird Speck A zu einem topologischen Raum. Ich kann die Örtlichkeit betrachten, es wird genau diese sein. In konstruktiver Logik da ist die Definition, die klassische Definition von Speck A als Menge der Primideale mit der Topologie nicht zu gebrauchen. Ich kann das schon definieren, aber das wird dann nicht, kann auch eine Topologie drauf machen, aber das wird dann nicht das erfüllen, was ich mir von dem vorstelle.
nicht die universelle Eigenschaft, die ich für die algebraische Metrik brauche. In konstruktiver Logik kann ich das da, diese Klassifizierungsörtlichkeit, als Definition von Speck A hernehmen. Ja? Nehme diese Definition, diese Örtlichkeit als Definition von Speck A. Das heißt, konstruktiv können wir Speck A nicht als topologischen Raum definieren, aber halt als Örtlichkeit. Ja? Die Menge der Punkte wird in klassischer Logik in 1:1 Beziehung stehen zu den Primidialen von A. Also ist wirklich okay, das so zu nennen, und außerdem erfüllt es dieselbe universelle Eigenschaft, nur dass wir jetzt das hier auch ohne Auswahlaxiom zeigen können. Hier gibt es noch zwei kleine Funfacts dazu zu erwähnen, dann höre ich auf. Erstens, wenn man das einfach als Definition nimmt von Speck A, dann kann man also damit jetzt eine algebraische Geometrie hochziehen, und es ist dann tatsächlich ein Stückchen einfacher, als wenn man es klassisch macht. Denn da muss ich erstmal die Menge der Primidiale einführen und dann noch die Zariski-Topologie draufpacken, in dem zweiten Schritt. Hier mache ich das in einem. Ich schreibe einfach die Filterachsiome hin und sage, lass mir die Klassifizierungsörtlichkeit geben. Da kommt die Topologie quasi frei Haus. Die Primidialachsome oder die Filterachsome hätte ich klassisch auch irgendwann mal hinschreiben müssen, aber dann hätte ich noch selbst was Zweites machen müssen, die Zariski-Topologie draufpacken müssen. Das muss ich hier nicht. Und zweite Bemerkung, dieser Topos lässt sich nochmal vereinfachen. Den Topos habt ihr nämlich schon gesehen. Das wird der Topos der Gaben über diesem Situs, CA. Und unter dieser Korrespondenz geht A' auf den Ring OA, den ihr schon kennengelernt habt. Das heißt, dieses OA, was wir schon früher diskutiert hatten, auch Übungsaufgaben dazu gesehen haben, das hat auch folgenden Namen verdient. Das ist die Strukturgabe von Speck A. Falls ihr euch jetzt noch fragt, was passiert, wenn ich die klassifizierende Örtlichkeit nicht von der Theorie der Filter in A nehme, sondern von der Theorie der Primidiale von A, das kann ich auch machen, das sind halt andere Axiome, kommt eine andere Örtlichkeit raus, dann kommt eine Örtlichkeit raus, die als Punkte die Primidiale von A hat. Diesmal brauche ich auch nicht klassische Logik, um das einzusehen. Das wird aber nicht das Spektrum sein, wie klassisch definiert, sondern die Topologie wird eine andere sein. Die Topologie, die man dann drauf bekommt, ist sozusagen sogenannte flache Topologie, die man manchmal in der algebraischen Geometrie studiert. Ihr könntet die Filterachsiome auch noch einmal verändern. Ihr könntet ein fünftes Axiom dazu machen, nämlich ihr könntet sagen, jedes Element liegt im Filter oder nicht. Das oder nicht könnt ihr nicht in der geometrischen Theorie formalisieren, aber ihr könntet eine zweite Proposition dazu nehmen, geschrieben f hoch c, stehend für das Komplement von f. Und dann könntet ihr halt sagen, a liegt in f oder a liegt in fc. Und ihr könntet sagen, wenn a in f und fc liegt, dann bottom. So habt ihr mit diesem Trick, mit diesem Lifehack habt ihr es geschafft, doch das Komplement zu sprechen. Jedenfalls, das wäre die Theorie der sogenannten herauslesbaren Filter. Und wenn man das wieder macht, dann kommt ein Raum raus in klassischer Logik, der als Menge von Punkten auch wieder einfach alle Primidiale hat. Aber die Topologie dran drauf wird die konstruierbare Topologie aus der algebraischen Geometrie sein. So hat man also die drei wichtigen Spektrumsbegriffe, die man in der algebraischen Geometrie gibt, wunderbar auf eine logische Art und Weise verstanden. Vielen Dank, sorry fürs Überziehen.